Hallo und willkommen zurück zu Nelke und den legendären Alchemisten. Ich wurde in einem Kommentar nochmal gefragt, ob ich mir Nelkes zweites Kostüm nicht geholt habe und ob ich sie nicht mal, ob ich das nicht mal anziehen könnte. Nee, habe ich mir nicht geholt, das war Geld gekostet. Also man kann sich in diesem Spiel ja einen Season Pass holen. Der Season Pass ist aber vergleichsweise teuer, aber auch wenn er billig wäre, hole ich mir sowas in der Regel nicht. Ich hole mir nur sehr selten DLCs und dann wähle ich sie halt gezielt aus, was mich jetzt gerade interessiert. Und das Spiel, das reicht mir halt so, wie es ist. Da muss ich jetzt nicht noch andere Einrichtungssets haben und noch andere Kostüme. Da hole ich mir dann halt lieber nochmal ein anderes Spiel. Wir können noch mal eben was erledigen. Und zwar habe ich gerade Reduction gemacht. Und dabei habe ich dann so viel Feuer- und Wind-Elemente reduziert, dass wir wieder Achievement-Punkte bekommen haben. Das heißt, wir haben jetzt genau 25 Punkte zusammen. Und ich habe mir schon jemanden ausgeguckt, wer es sein soll. Also ich nehme ja immer Charaktere, die nur für eine Sache sinnvoll geeignet sind. Also jeder Charakter hat meines Wissens, glaube ich, zwei Dinge, für die er ganz gut geeignet ist. Aber ich mache es mal an diesem einen Beispiel deutlich. Hier nehmen wir Apotheke. Und da habe ich mir Anna ausgeguckt. Ich hätte auch Dorni nehmen können oder so. Ist jetzt nicht so wichtig. Wenn man sich Anna anguckt, dann sieht man erstmal blaue Haare, klar, aber sie hat halt warum ist Ranch jetzt auf 158? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, sie hätte da auch 202. Ich wollte es also an diesem Beispiel deutlich machen. Ich meinte, sie hätte eben auch in Ranch 202. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Aber dann könnte man ja sagen, dann könnte man Anna auch auf die Ranch stellen. Nur wir haben für die Ranch bereits andere gute Leute, wie jetzt Pepperoni und so, die dann 250 oder noch mehr haben. Und dann nehme ich lieber die. Für die Apotheke aber haben wir nur Leute so um die 200. Das heißt, Anna ist dann nur für die Apotheke geeignet und dann machen wir da mal ein Level up. Ansonsten wäre Philly auch noch möglich gewesen für Grocery, also für Lebensmittel. Und da wiederum haben wir jetzt aber eine finanzielle Lücke eher bei der Apotheke. Wenn wir uns mal unsere Hauptquest anschauen. Dann ist es bei Groceries haben wir 24% geschafft. Ach, und bei Drugstore jetzt auch 25%. Okay, dann habe ich noch veraltete Informationen benutzt. Okay, dann wäre es also vielleicht sogar besser gewesen, Groceries um einen Punkt zu steigern. Naja, jetzt ist es passiert. Wir werden schon noch wieder Punkte kriegen. Und für Boutique, ja, da fiel mir jetzt niemand ein, wenn ich da hätte steigern können. Egal. Dann müssen wir noch eben kontrollieren, ob Anna jetzt eventuell zu viel verkauft. Genau. Nicht wild. Ja, ich bin noch ein bisschen wieder eingerostet. Habe jetzt wieder ein paar Tage kein Nelke spielen können. Und schauen wir mal bei Anna. Okay, sie bleibt beim Forecast von 8 und wir hätten auch noch genug Dark Water da. Alles gut. So, dann, was haben wir gemacht? Das erste Mal, dass ich jetzt, seit langer Zeit, das erste Mal, dass ich mir überlegt habe, vielleicht hier nochmal wieder einen neuen Alchemisten einzustellen, einer, der momentan auf Sammeltour geht. Aber ich warte damit noch eine Runde. Also ich könnte jetzt sogar noch einen weiteren Alchemisten mit Arbeit versorgen. Aber ich will noch eine Runde sammeln und danach können wir die Plätze dann wieder füllen. Also es sieht jetzt ganz gut aus mit Zutaten. Erstmal Harmonium ist unsere wichtige Aufgabe. Da haben wir eine Nebenquest, ganz viel Harmonium herzustellen, 28. Und deshalb haben 7 Alchemisten die Aufgabe bekommen, jeweils 4 Harmonium herzustellen.
selbst wenn einer das nicht schafft, dann werden die anderen das ausgleichen. Also durch die Feen werden wir ein bisschen mehr Harmonium produzieren. Ja, Crystal Weight, damit wir im normalen Laden was verkaufen können. Achso, genau. Wir haben relativ wenig Baumaterial noch. Spruce, Densewood und solche anderen Sachen auch. Ein paar Sachen sind da schon ein bisschen Mangelware. Das werde ich diese Runde nicht alles auffüllen können. Aber ich fange schon mal damit an. Meteor und Hustentropfen verkaufen wir gerade. Deshalb wird das nachproduziert. Meteore brauchen Kometen, deshalb wird das nachproduziert. Stormdrill können wir ein bisschen was bauen, aber jetzt auch nicht so viel. Das braucht nämlich Goldeisen. Goldeisen wird auch nachproduziert. Reclamation Tool verkaufen wir, wird nachproduziert. Das sind alles jetzt noch Sachen, so, die nachproduziert werden. Polish Crystal brauchen wir auch für irgendwas. Müssen wir also jetzt auch wieder nachproduzieren. Cloth sowieso. Und jetzt können wir das erste Mal ein Gorgeous Dress herstellen. Vielleicht hätten wir es letzte Runde auch schon gekonnt, weil wir diesen Butterfly-Fisch haben. Den haben wir jetzt gesammelt, haben wir glaube ich 28 Stück. Deshalb will ich jetzt zumindest mal ein paar davon herstellen. Ist kein Verkaufsschlager, aber dann haben wir die zumindest mal. Also wir konnten ja Hagels Auftrag damals nicht erfüllen, weil wir die Zutaten noch nicht hatten. Und jetzt kann ich es halt herstellen, falls doch nochmal wieder so ein Auftrag kommt. Wahrscheinlich kommt jetzt kein Auftrag mehr, aber was soll's. So, Silvalia, Goldeisen. Auch das erste Mal, wir haben jetzt noch genügend Zutaten. Wir könnten in dieser Runde noch mehr Silvalia herstellen, als ich herstelle. Sonst hat es ja mal ein Steelohr gemangelt. Ja, hier nochmal Stylish Shirt. Ein bisschen Stoff nachbauen, Flügel, Moffcloth, Cloth. Perücken. Das eine Elixier hier, das ist genau das eine, was uns noch zu den 50 fehlt, damit wir wieder eine Attributsverbesserung bekommen. Also vermutlich eine Attributsverbesserung, wenn wir von den ausgerüsteten Gegenständen wie Bomben, Heiltränken und so weiter 50 herstellen, gibt es ja immer einen Bonus. Und bei 200 gibt es noch einen weiteren Bonus. Aus diesem Grund fange ich jetzt auch unten schon mal an, nochmal weiter Dark Water herzustellen. Das ist halt doppelt gut. Wir können dadurch auf über 50 kommen und wir können es ja eben auch in der Apotheke verkaufen. Jetzt sogar hot, also das lohnt sich jetzt momentan ganz besonders, es zu verkaufen. Genau, noch ein bisschen Baumaterial nachgebaut. Hier seht ihr es, alles mögliche an Baumaterial. Magical Paint brauchen wir auch diese Runde wenig. Da gab es ja schon Runden, da habe ich 20, 30 Magical Paint hergestellt. Ja, noch ein bisschen Zubehör, also Ingots Cloth, was wir so verbraucht haben, ein bisschen Honig. Beehives haben wir auch genug, können jetzt noch ein paar Zettel nachproduzieren. Crafts sind für die Meteore da und das war's dann auch schon. Also ich könnte noch so ein bisschen so Kram herstellen, also was wir jetzt nicht dringend brauchen für die nächste Runde, sondern was wir dann einfach so auf Vorrat hätten. So, Dispatch. Haben wir jetzt nämlich auch noch zwei Leute, die noch zusätzlich gerade nichts zu tun haben, weil deren Laden umgebaut wird. Genau, da habe ich Neo hier mal mit hingestellt. Und Lapis habe ich von woanders abgezogen. Wir wollen jetzt endlich mal Chainweb ordentlich sammeln. Wir brauchen für Research Spirit Cloth und dafür brauchen wir Chainweb und wir brauchen Cloth. Und für Cloth brauchen wir wieder Chainweb. Wir brauchen also jede Menge Chainweb. Phlogiston brauchen wir auch für irgendwas, weiß ich nicht. Nell musste also kurz mal von ihrer Boutique, ist es glaube ich, abrücken. Und hierhin Revi weiterhin fest sammeln. Brauchen wir nicht so viel von. Also wir haben jetzt ja diese Runde viel gehabt. Das war ganz gut. Nächste Runde brauchen wir dann etwas weniger. So, hier Hagel sammelt immer noch den Kram. Warum, weiß keiner. Der ist ja wahrscheinlich, hat sich verlaufen in dem Wald und weiß nicht mehr, wie er nach Hause kommen soll. Crimson Soil. Ja, da habe ich Shia mal hingesteckt. Denn Goldeisen braucht Crimson Soil. Und wir verbrauchen diese Runde, ich glaube, alle 14. Hier ist nur noch Wayne. Also der war letzte Runde auch schon da. Kimberlite brauchen wir jetzt nicht mehr ganz so viel vielleicht. Also, ja, weiß ich noch nicht so genau. Bisschen was davon brauchen wir schon. Hier nochmal Phlogiston Endurk. Und hier waren ganz viele Leute. Ich glaube, vier Leute waren hier beim Lester Island sammeln. Das habe ich jetzt mal auf zwei reduziert.
Ja, ich denke, dann können wir los. Ich habe jetzt nicht so genau auf Forschung geachtet und so weiter. Das wird aber schon passen. Und sonst machen wir es halt eine Runde später. Ach so, genau, ein Gebäude könnte ich noch bauen. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was. Wir machen die Runde. Wir beenden die Runde, wollte ich damit sagen. So, nichts Rotes, wunderbar. Ja, normaler Verlauf. Bevölkerungswachstum wieder wie letzte Runde hatten wir auch etwas über 700. Wieder ungefähr so viel verkauft wie letzte Runde, obwohl jetzt ja zwei Geschäfte umgebaut wurden. Ich habe natürlich auch diese Runde sehr, sehr viel Geld ausgegeben, das heißt 17.000 insgesamt minus gemacht die Runde. Ja, ganz viele rote Pfeile. Achso, genau, General Stores wurden umgebaut, nicht die Kleidungsgeschäfte. Und da war es jetzt quasi unmöglich, über die 30.000 zu kommen. Ist aber auch nicht schlimm. Wenn man sich Essen anguckt. Essen hat das erste Mal die Waffen überholt, seit ewigen Zeiten. Also ja, eigentlich glaube ich, seitdem wir Waffen verkaufen, waren Waffen immer besser als Essen. Ja, Medizin, ja, Kleidung ist jetzt tatsächlich 41.000, ein bisschen mager. Insgesamt aber kein Grund zur Klage, würde ich sagen. Und Ruven ist ein Nicht-Alchemist auf Platz 1. Geht denn das? Weil er 7-mal Living Pie verkauft hat. Normalerweise verkauft er, glaube ich, nur 4 oder so. Die Fee wird ihm groß geholfen haben. Oder 5 verkauft er sonst. Ich glaube, die Fee kann ja nur für 2 Extra-Verkäufe sorgen. Ach so, nein. Es liegt natürlich auch an dem Deluxe Grocery Store, wo er arbeiten darf. Weil der wesentlich mehr Erfahrungspunkte bringt als ein normaler oder auch als ein großer Grocery Store. Gucken wir uns mal an, wie groß der Abstand ist. 400. Also die Leute, die im Luxusladen arbeiten, die kriegen ja richtig Erfahrungspunkte. Schwalbe kenne ich auch nicht. Klingt so, als würde er zu der Iris-Geschichte gehören, zu der Iris-Trilogie, vom Namen her. Ein Dorf. Hey, du bist ja Schwalbe. Okay, er gehört zu der Salisbury-Reihe, also mit Marie und den anderen beiden. Ich will jetzt keine falschen Namen sagen. Ich verwechsel immer eine Person. Marie, Lilly, Ellie. Und noch jemanden. Drei von diesen Vieren gehören halt zu dieser Salisbury-Reihe. Ist das ein Freund von dir, Marie? Er scheint ein wenig erschöpft zu sein. Nein, er ist kein Freund von mir. Er ist ein Bandit. Pass besser auf. Er könnte etwas aushecken, während wir hier miteinander sprechen. Ein Bandit? Jetzt verbreite hier mal nicht irgendwelche Gerüchte. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ich habe meinen bösen Taten abgeschworen. Jetzt bin ich einfach ein normaler alter Abenteurer. Ich habe ein paar Ruinen erkundet und bin dann irgendwie hier gelandet. Ja, wie alle anderen auch so ungefähr. Ich suche jetzt einfach nur nach einem Weg zurück. Ja, das verstehe ich komplett. Die Geschichte haben wir schon 30 Mal gehört oder noch öfter. Mein Name ist Nelke. Ich bin hier die Stadtverwalterin. Warum hilfst du uns denn nicht hier für eine Weile aus? Also, da bin ich absolut dagegen. Ich mache mir keine Sorgen. Ein Freund von Marie ist ein Freund, ist auch mein Freund. Ja, aber er ist ja kein Freund von Marie. Aber trotzdem, er hat gesagt, er macht keine kriminellen Sachen mehr. Er hat auf jeden Fall eine zweite Chance verdient. Und wenn er sich hier nicht zu Schulden kommen lässt, ist gut. Und wenn er sich hier was zu Schulden kommen lässt, haben wir genug Leute, die dagegen was tun können. Also da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen.
Puh. Dieser Pfad ist so schrecklich. Die Straße Richtung Ausbill ist ja eine Sache, aber das hier ist ja noch übler. Natürlich muss ich jetzt nicht dringend irgendwo hin. Wenn ich nicht ankomme, dann schlage ich hier einfach mein Zelt auf. Wenn du zelten gehst, bist du ja quasi ein Hobo. Ich weiß nicht, ob es... Ja, vielleicht ein Tramp könnte man das... Aber es wäre auch ein englisches Wort. Also ich weiß jetzt kein deutsches passendes Wort dafür. Also es ist ja kein... Ich weiß nicht. Also ein Hobo ist ja einer, der quasi mit dem Zug als blinder Passagier von Ort zu Ort fährt. So kenne ich den jedenfalls. Pamela! Was machst du denn hier? Ja, da könnte ich dich das Gleiche fragen, Herr Sotol. Nenn mich doch nicht so. Hast du etwa das Versprechen vergessen, was du mir gemacht hast? Ach, deshalb bist du hier? Ich habe das nicht vergessen. Ich weiß genau, dass ich dir versprochen habe, dir zu helfen, wenn es an der Zeit ist. Also, hier ist das Relikt, was du haben wolltest. Ich brauche es auch nicht mehr. Jetzt kannst du zu deiner eigenen Welt zurückkehren. Dafür bist du doch den ganzen Weg hierher gekommen, oder? Tut mir leid, dass es mir entfallen ist. Was ist denn los? Willst du es nicht mehr? Nein, momentan nicht. Könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja, und der wäre? Ich würde es gut finden, wenn du in den Westerwald zurückgehst und wieder deinen Job als Begutachter antrittst. Was? Warum sollte ich das machen? Ich habe doch bereits gekündigt. Wusstest du das nicht? Nelke hat die Akademie gebaut. Ich verstehe. Obwohl sie die Sache bereits einmal aufgegeben hatte. Ja, es war auch schwierig und so. Aber ich glaube, sie hat es echt gut gemacht. Es ist jetzt viel mehr los in der Stadt. Hm, wirklich? Ja, dann braucht sie mich ja wohl nicht mehr. Wenn Nelke und das Dorf so alleine in die Zukunft schreiten können. Was redest du denn da? Was meinst du denn, warum Nelke das alles gemacht hat? Hä? Was mich jetzt ein bisschen wundert, dass Pamela diejenige ist, die hier die Fäden zieht in der Sache, dass die sich überhaupt für solche Sachen interessiert und Sachen ins Lot bringen will. Ansonsten ist sie doch immer ein bisschen schusselig und ja, sie erschrickt gerne Leute und so macht ihre Späße. Aber dass sie jetzt wirklich versucht... Sachen ins Lot zu bringen, das ist mir neu. Ist es denn nicht offensichtlich? Sie hat doch deine Kündigung rückgängig gemacht, damit du zurückkehren kannst ins Dorf. Das kann ich nicht glauben. In ihren Augen bin ich doch ein kaltherziger Begutachter. Auf keinen Fall will sie, dass ich zurückkomme. Im Ernst? Das sagst du nach all dem, was passiert ist? Die Aufgabe ist geschafft, also kannst du jetzt auch als Begutachter zurückkehren. Nelke und alle anderen in der Stadt warten schon auf dich. Und sobald du zurück bist, dann kannst du mir das Relikt geben. Ja, und wenn ich nicht zurückkehre und du dann nicht dein Relikt bekommst? Ja, dann werde ich mir halt was überlegen. Aber wenn ich es zulasse, dass du es mir jetzt sofort gibst, dann wirst du ja einfach abhauen, glaube ich. Warum bestehst du denn so drauf, dass ich zurückgehe? Ich möchte einfach, dass alle im Dorf glücklich sind. Sie haben so viel für mich gemacht. Und deshalb bist du den ganzen Weg hierher gekommen, um mich zu finden? Ja, vor allen Dingen... In Wegfindung ist Pamela ja fast so schlecht wie Drossel.
Naja, wie auch immer. Denk dir einfach irgendwelche Gründe aus. Aber ich glaube, du solltest ehrlicher mit dir selbst sein. Ich habe keinen Zweifel, dass Nelke dich so akzeptiert, wie du heute bist. Meinst du nicht auch, Sotol? Ah. Jetzt ist sie weg. Also Pamela meint, ich soll Nelke sagen, wer ich wirklich bin. Aber wenn ich ihr das jetzt sage, was denkt sie dann? Sie würde mir niemals verzeihen, dass ich meine wahre Identität verborgen habe. Und auch nicht, wie kalt ich ihr gegenüber als Begutachter war. Das sind jetzt alles Mutmaßungen, also es kommt auf den Versuch an, ne? Vielleicht hast du recht und sie verzeiht es dir nicht. Gut, hast halt Pech gehabt, aber vielleicht verzeiht sie dir ja doch. Aber trotzdem, ich habe ja bereits beschlossen, eine neue Reise anzutreten und sie zurückzulassen. Ich war darauf vorbereitet, sie nicht mehr wiederzusehen. Also muss ich ja auch nicht davor Angst haben, dass sie mich jetzt zurückweist. Deshalb kann es ja auch nicht schaden, ihr alles zu sagen, bevor ich dann auf jeden Fall abhaue. Ja, genau. Gucken wir uns erstmal hier die Aufträge an. Ja. Harmonium hat geklappt und wir sehen jetzt an der Zahl 54 oben. Ich habe 28 hergestellt, weil wir 28 brauchten. Und die Leute haben nochmal 14 extra hergestellt. Was auch genau dem Schnitt entspricht. Also die guten Feen, die wir da einsetzen, die haben eine 50%ige Chance, zwei Dinge mehr herzustellen. Also das heißt, im Prinzip... Ach nee, das... Aber es waren nur 7 Leute. Das heißt, sie haben alle denn zwei Dinge mehr hergestellt? Ist das verbuggt? Ist mir egal. Ich freue mich, dass wir viel Harmonium haben. So, das bringt nochmal fast 40.000 Kohl. Und Living Pie haben wir auch genug verkauft. Das bringt 56.000 Kohl, weil das ja auch eine Quest von unserem Vater war. Achso, das andere war auch von unserem Vater, genau. Ja, Sageherb hat diese Runde noch nicht geklappt, ist aber kein Problem, das schaffen wir in der nächsten Runde. Das auch noch, okay. So, jetzt brauchen wir Goldpuni, Beast, ja vor allen Dingen Beast, weil das nur noch 2 Runden Zeit hat. Aber eventuell lasse ich die Quest auch sausen, muss ich mal gucken. So, Forschung. Meinst du, es ist fertig? Ich sag, es ist gut. Die Form passt zumindest. Hey, ihr beiden. Na, was habt ihr denn da gemacht? Gute Frage. Ehrlich gesagt, wissen wir das selbst gar nicht so genau. Ja, wir haben da ein paar Zutaten hineingeworfen, da waren wir nicht sicher. Und haben dann zufällig irgendwas hergestellt, was wie Medizin aussieht. Warum macht ihr denn sowas? Naja, wir dachten einfach, wir probieren mal alle möglichen Rezepte aus. Also, die wir uns nur vorstellen konnten. Ja, und dieses Mal ist da so ein komisches, schwarzes Zeug bei rausgekommen. Wir hatten da nichts Besonderes im Sinn. Wir haben uns nur überlegt, wenn wir ein paar unterschiedliche Zutaten verwenden und das Beste hoffen. Was, also habt ihr einfach zufälligen Kram in den Kessel geschmissen? Ist das denn nicht gefährlich? Ja, das kann schon sein. Deshalb haben wir es auch versucht, mit anderen Materialien zu neutralisieren. Ja, können wir froh sein, dass Marie das nicht gemacht hat, sonst wäre das Atelier in die Luft geflogen. Ja, das stimmt. Danke, dank Lilly ist es jetzt nicht mehr so gefährlich. Ja, aber es könnte immer noch gefährlich sein. Bist du sicher, dass ihr damit überhaupt rumexperimentieren solltet? Ja, ich bin sicher, das ist schon gut so.
Aber sieh zu, dass du es nicht verschüttest, ja? Denn, es ist sehr aggressiv, also wie so eine Säure. Ein einziger Tropfen kann eine komplette Eisenstange auflösen. Also ein Loch in eine Eisenstange brennen. Ja, das ist ja super gefährlich. Und das ist ungefährlicher, als es vorher war. Was wäre denn passiert, wenn Lily nicht da gewesen wäre? Ach so, das war jetzt unser Upgrade für unser Dark Water. So, wenn wir die Brücke also hier positionieren wollen, dann müsste die Länge sein... Ja, das klingt genau richtig. Und was die Anzahl der Arbeiter betrifft... Neke, wir haben den Rahmen fertig, um den du gebeten hast. Schau mal. Wir haben ein wenig nachgeforscht und dann ein super stabiles Design entwickelt. Und es ist komplett rostresistent. Oh, vielen Dank. Hagel, könntest du dir das mal nochmal ansehen und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist? Ja, auf jeden. Wenn es um Konstruktion geht, dann bin ich der Mann. Okay, hier bitte. Okay, das ist es. Verstehe. Das geht hier rüber, das geht da lang. Verstehe. Hm. Stimmt irgendwas nicht damit? Nein, nein. Es ist nur die Textur. Und die Stärke. Es ist perfekt in allerlei, in jeder Hinsicht. Damit können wir eine Brücke bauen, die ewig hält. Ja, das sind doch wunderbare Nachrichten. Ihr beiden habt also einen sehr guten Job gemacht. Ja, Gott sei Dank. Ja, unter diesen Umständen bauen wir jetzt auch den Rest des Rahmens. Ja, bitte. Sobald wir die Brücke gebaut haben, müssen wir als nächstes... Ich kann schon gar nicht abwarten, mal zu schauen, was uns für ein Land dort erwartet. Okay, jetzt können wir da also was bauen in dem neuen Distrikt. So, hier fehlen uns die Golden Threads, hier fehlt uns World Spirit, das fehlt uns ja schon seit ewigen Zeiten hier alles. By you. Fehlt uns Freundschaft. Wiese oder Aisha müssten wir noch steigern. Ja, bei den vielen Alchemisten muss ich echt kurz immer überlegen, wer jetzt nochmal wer war. Aber dadurch, dass ich die meisten Ateliers gespielt habe, da geht es dann einigermaßen, sich an die auch zu erinnern. So, hier brauchen wir die Spirit Weaves. Oh, das. Dunkelheit 30, ja, dankeschön. Mhm. Ach, warte mal, das können wir hinkriegen. Granat mal 10 und Star Piece mal 50. Ja. Muss das hier nochmal markieren. Ich habe jetzt noch so viel auf der Wunschliste, was wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, aber egal. So, Hauptquest. Können wir hier jetzt endlich mal was machen? Nein. Nein, nein. Also, Vane oder Ulrika? Was haben wir hier jetzt? Achievements, achso. Ich glaube, Joining Forces war, dass wir genau 15 kooperative Synthesen gemacht haben. Es geht ja immer nur bei der Forschung hier. Okay, gucken wir mal, ob wir jemanden Nettes besuchen können. Oh, zwei neue Gebäude. Trotzdem, Forschung hat jetzt erstmal Vorrang. Lüdi. Lüdi hat ein Herz für uns. Jetzt muss ich doch nochmal gucken, wird Lüdi hier für die Forschung gebraucht? Erstmal nicht, ne? Also da dann. Das hat jetzt aber, müssen wir das ja erstmal hinkriegen, bevor wir das andere schaffen. Also Totori, Meroro.
Vane oder Ulrika, haben die einen Auftrag für uns? Ulrika hätte einen Auftrag für uns. Dann müssen wir das schon mal machen. Hallo du, ich habe mich gefragt, kann ich dir bei irgendwas helfen? Hallo Nelke, ich bin froh, dass du da bist. Ich habe da tatsächlich eine Sache. Und zwar Maschwulf jagen. Drei Runden nur. So, Aisha war vorhin auch wichtig. Für irgendeine Forschungssache. Und ich denke, wenn sie hier mit dem Haus ist, dann geht das sonst hier unten auch nicht weiter. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir das mit dem Haus gemacht haben, dass sie dann danach vielleicht auch den Freundschaftslevel nächste Runde steigern lässt oder wie auch immer. Hallo Aisha, was treibst du denn da gerade? Hallo Nelke, ich habe nur gerade meine Blumen gegossen. Ja, das hat sie ja sonst auch immer gemacht. Das war ja quasi das Überbleibsel von ihrer verschwundenen Schwester Nio. Also sagen wir so, nicht das Überbleibsel, aber sie, Nio ist halt genau bei so einem Beet irgendwie verschwunden, von einem Blumenbeet. Oh wow! Die blühen aber hübsch. Ja, in deiner Welt gibt es so viele Blumen und andere Pflanzen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Da kümmere ich mich sehr gern drum. Mochtest du sowas schon immer? Nein, nicht wirklich, aber ich musste es tun, um gute Medizin herstellen zu können. Als ich zuerst mit verschiedenen Pflanzen experimentiert habe, habe ich mich dann irgendwann dran gewöhnt. Ja, Pflanzen sind ein wichtiger Teil, um Medizin herzustellen. Ja, ich habe ein paar selbst angepflanzt. Und dann auch noch viel von dem Kräutergarten in der Nähe meines alten Ateliers. In dem Garten gab es sehr viel Kräuter und Blumen und so Sachen. Das war ein sehr schöner Ort. Ja, ich mag es immer, wenn man in die Natur gehen kann. Ja, warum bauen wir denn nicht sowas hier? Etwas mit ganz vielen Pflanzen und so. Ja, das klingt doch sehr schön. Schauen wir uns das doch mal an. Oder überlegen wir uns das doch mal. Ein Arboretum, also ein... ja, Wäldchen, also quasi so eine Art... künstlich angelegter Wald. In einem, also eine Art Waldgewächshaus, könnte man vielleicht sagen. So, eine Sache können wir noch, müssen wir mal eben kurz gucken bei der Forschung, ob Logi da für uns wichtig ist. Nee, ist er nicht. Trotzdem, das Haus würde mich natürlich schon interessieren. Von den anderen Leuten brauchen wir jetzt auch keine Aufträge. Ist jetzt auch gefährlich, zu viele Aufträge anzunehmen, wenn wir unterschiedliche Monster jagen müssen. Dann können wir es vielleicht gar nicht schaffen. Ja, aber bevor ich jetzt hier... freundschaftliche Gespräche führe. Denke ich, gucken wir uns von Logi schon nochmal das Gebäude an. Vielleicht ist es ja sehr nützlich. Hast du kurz Zeit, Nelke? Hallo Logi, was gibt's denn? So wie sich der Westerwald momentan entwickelt hat,
müssen wir nochmal neu drüber nachdenken, wie wir ja die Vorräte transportieren oder überhaupt Nachschub transportieren. Ja, das ist ein gutes Argument. Denn jetzt läuft ja hier viel mehr Handel ab und wir handeln auch mit Orten, die immer weiter weg sind. Ganz genau. Also habe ich drüber nachgedacht, warum öffnen wir nicht eine Luftschifffahrtsroute? Das würde unsere Effizienz doch steigern, meinst du nicht auch? Eine Luftschiffroute? Meinst du sowas, wie wir das für Ausbild gemacht haben? Ja, genau. Wir können einfach Fracht an einen, nennen wir es mal Zeppelin, anhängen oder ein Luftschiff anhängen und es dann losschicken. Ja, aber wäre das nicht ziemlich begrenzt, wie viel man damit tragen kann? Nein, nicht wirklich. Solange der Ballon strukturell stabil ist, sollte es kein Problem geben. In unserer Welt haben wir Luftschiffe benutzt, um Güter und Leute überall hin zu transportieren. Ich verstehe. Dann ist es auf jeden Fall einen Versuch wert. Kannst du mir ein paar mehr Details geben? Sobald ich mehr darüber weiß, werde ich mal drüber nachdenken. Okay, natürlich. Okay, jetzt können wir also einen Luftschiffhafen bauen. Interessant, was der wohl bringt. Gut, kommen wir zu den Untersuchungen. Was haben wir denn hier neu? Was gibt es da für Monster? Maschwulf würde es da geben. Und an Produkten gibt es White Sand, den brauchen wir. Für mindestens zwei Sachen, schon seit ewigen Zeiten. Reizt mich also sehr. Und deshalb bin ich jetzt am Überlegen, ob ich diese Beast Quest einfach sausen lasse. Wir verdienen damit etwas Freundschaft mit Philly und 5400 Coal. Aber es kostet uns eben auch eine ganze Runde und wir können da dann nur Beast sammeln. Ah ne, den Goldpony natürlich auch. Eventuell aber schaffen wir das in einem Zug? Wahrscheinlich nicht. Hier, Aluma müssen wir aber auch jagen und Maschwulf müssen wir jagen. Und das ist hier ein Freundschaftslevel für Ulrika und für Klein. Also beides Alchemisten, die sagen was ganz offen, wichtiger sind als ein Freundschaftslevel zu den beiden hier. Goldpony ist ja noch nicht aus der Welt. Aber dann machen wir jetzt mal Maschwulf und Aluma, die ja beide hier sind. Ach, ich wollte Running Speed sagen, Mensch. Egal. Die 5000. Naja, gut. Aber oh, stimmt, Fall Knight ist Level 30. Müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Vielleicht nehme ich sogar noch. Vielleicht war das gar nicht schlecht mit dem Speed plus 20%. Dann machen wir auch die Party Heals hier nochmal. Denn am Schluss dieses Level 30 Monster. Wer weiß. So, dann wurde ich noch auf eine Sache hingewiesen. Wenn wir jetzt hingehen. Warum ich eigentlich immer Knoss und Misty mitschleppe. Und nicht stattdessen Alchemisten. Da ist natürlich was Wahres dran. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, sonst waren halt immer drei Frontleute und zwei Alchemisten im Hintergrund. Aber man kann es natürlich auch so machen, dass wir auch Misty mal durch eine Alchemistin ersetzen. Wer hat denn hier noch einen hohen Level? Amero, ich weiß nicht, ob ich die mochte im Kampf. Ich glaube, Chalistera war ganz gut. Was war Maiden? Main-Schauer war, glaube ich, Heilung. Klingt jedenfalls so. Und hier war ja Full Fire und Gaia Rhapsody waren auf jeden Fall beides eher so Angriffsdinger. Dann will ich aber doch noch mal eben kurz sicher gehen, dass Main-Schauer Heilung ist. Ja. Stärke-Buff und Hitpoint-Heilung. Gut.
Knoss mag ich eigentlich ganz gerne mit seinem Multi-Angriff da. Während Misty ja immer zwei Burst-Punkte brauchte, also diese grünen Punkte da. Bis sie dann mal einen effektiven Angriff starten konnte, der auf mehrere Leute geht. Während Knoss das immer schon mit einem kann. Und deshalb bleibt er jetzt hier auch in der Party. Ich will nicht nur Alchemisten mit haben. Dann haben wir jetzt also zwei Kämpfer vorne und drei Alchemisten hinter. In der hinteren Reihe. So. Dann legen wir mal los. Ich versuche mal wieder geschickt an Stellen stehen zu bleiben, also langsam zu gehen. Hier zum Beispiel, so. Jawohl. Oh, Sule. Sule muss nochmal ausgetauscht werden, tut mir leid. Das ist nicht so optimal. Nehme ich hier noch ein Item? Ich glaube nicht. Der Kampf ist so einfach. Wir haben auch kaum Verletzungen. Wir werden ja am Ende des Kampfes noch um 30% geheilt. Dann baue ich lieber diese Burst-Punkte auf. Also diese grünen Punkte da. Da wurde ich auch noch mal im Kommentar darauf hingewiesen, aber das wusste ich natürlich schon. Wenn ich jetzt drei drücke und Burst, kriegt jeder so einen grünen Punkt dazu. Das habe ich ja auch schon öfter gezielt eingesetzt. Aber ich mache es halt dann, wenn ich es brauche. Momentan brauche ich es nicht. In diesem Kampf, also der Burst sorgt ja nicht nur dafür, dass wir einen grünen Punkt bekommen, sondern er steigert auch unsere Attribute. Und deshalb mache ich das halt dann, wenn es sinnvoll ist. Ui, Paralyse. Oh, habe ich die Stunde Zeit? Ich hoffe mal. Aber gerade so geschafft. Uiuiui, das 5 Minuten vor 12. Oh, hier ist das dicke Monster, Level 30, ist alleine da. So, jetzt haben wir aber hier jede Menge Aktionsmöglichkeiten. Das heißt, ich... Das ist nur für eine Person, ja, das ist echt schade. Deshalb nehme ich lieber ein Item. Unser ganz neues Dark Water, was jetzt verbessert wurde. Und sobald ich das jetzt benutzt habe, dann drücke ich sofort Dreieck für Burst, damit wir dann alle wieder einen grünen Punkt dazu bekommen. Ah, okay, ich darf erst nach Vollendung der Aktion Burst drücken. Nelke hat jetzt doch den Punkt quasi verschwendet. Gut, du hast jetzt richtig gute Skills. Das ist hier für alle. Resets Targets Turn. Der hat auch negative Zustandsveränderungen. Das kann man nicht sehen, ne? Check Status, okay. Ja, können wir nur unseren Status schauen. Immerhin können wir das anschauen. Naja, er hat auf jeden Fall da einmal das
wahrscheinlich Vergiftungssymbol, das linke. Und das rechte, weiß ich nicht, was das sein soll. Aber ich mache jetzt mal hier Knoss anderen Angriff. Knapp 500 Schaden war schon nicht schlecht. So, damit haben wir den vierten. So, was haben wir noch für schöne Items? Na, ich brauche den Maiden Shower jetzt eigentlich nicht. Nehme ich den jetzt mal. Jetzt haben wir gerade Schaden gekriegt. Das Monster kommt eh nicht mehr dran, glaube ich. Wow. War sehr einfach der Kampf. So, wir haben einmal mit der Schaufel gesammelt und einmal so gesammelt. Das war schon ganz okay. Wir haben ja echt nur wenige Sekunden noch Zeit gehabt. So, alles bekannte Sachen bis auf der weiße Sand. Wir können Aufgabe noch weiterentwickeln. So, Arboretum, fehlt uns Magic Stone. Was wir noch gar nicht, wo wir das Rezept noch gar nicht mal kennen. Aber hier der Luftschiffhafen, den können wir bauen. Das werden wir auch machen. Ach so. Konstruktionszeit wird um eine Runde reduziert im ganzen Sektor. Naja. Ich werde ihn dann mal irgendwo bauen, wo wir eh was bauen müssen. Glastiara können wir herstellen. Brauchen wir Velvetis, können wir also doch nicht herstellen. Wir haben aber zumindest das Rezept. Ach ja. Unsere schöne neue Windmühle. Muss man aufpassen, wenn man da durch das Tor durchgeht, dass man da nicht erschlagen wird von einem dieser Flügel. Großartig. Es dreht sich so schön. Ja, herzlichen Glückwunsch, Ulrika. Es scheint ja alles zusammen zu passen. Ja, alles scheint gut zusammen zu passen. Ja, ich freue mich einfach so, zuzusehen, wie es sich dreht. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Wenn ich mir so ansehe, kann man richtig die Kraft der Natur spüren. Es ist fantastisch. Der Gedanke ist fantastisch, dass der Wind stark genug ist, dass ich dieses riesige Teil drehen kann. Ja, obwohl wir es noch nicht für irgendwas benutzen momentan. Momentan ist es einfach nur eine Dekoration, die sich drehen kann. Ja, wir müssen noch mal überlegen,
wie wir das sinnvoll einsetzen können in der Zukunft. Aber trotzdem. Wow, schau dir mal an, wie sich das dreht. Unglaublich. Ja, wie du sagtest, es ist eine beliebte Sehenswürdigkeit. Und das reicht ja jetzt auch erstmal. Ja, auf jeden Fall. So, das hier hat sich wohl auf Level 2 entwickelt. Also vom Dorf zum Städtchen. Sieht noch ein bisschen leer aus hier, da müssen wir noch was gegen tun. Ja, es läuft ja großartig. Erst war das nur ein Sumpfland und sieh dir das jetzt mal an. Ja, ich war ziemlich überrascht, als du gesagt hast, dass du gerade dieses Landstück entwickeln wolltest. Naja, Land in der Nähe des Flusses zu haben, ist schon von Bedeutung. Das konnte ich nicht einfach ignorieren. Und dank deiner Hilfe konnten wir es dann auch entwickeln. Also vielen Dank, Hagel. Ach, nicht der Rede wert. Ich freue mich schon drauf, was du dir als nächstes für verrückte Sachen ausdenkst. Ja, tut mir leid, dass ich immer so viele Forderungen stelle. Okay, hier haben wir zumindest die Viecher besiegt. Freut sich Klein drüber. Neuer Auftrag, wieder Alumas. Ja, danke schön. Genau, wir gehen erstmal zum Baumenü. Warum? Achso, hier muss ich auch noch alles investieren. Okay. Jetzt machen wir erstmal Aufgabedistrikt. Das heißt, den können wir schon das zweite Mal erweitern. Das dauert noch eine Runde. Den kann ich. Gibt es hier überhaupt noch Distrikte, die ich noch erweitern könnte irgendwann mal? Nein. Dann dieser Luftschiffhafen, der wäre natürlich dann am geschicktesten, den hier zu bauen. Weil wir hier noch am meisten bauen werden. Und dann wird halt die Konstruktionszeit um eine Runde reduziert. Ja. Ist nichts, was wir unbedingt brauchen, aber was soll's. Machen wir also nächste Runde erst den Luftschiffhafen. Gucken wir mal hier. Ach genau, diese Deluxe-Varianten können wir jetzt. Nein, immer noch keine großen Apotheken, keine großen Boutiquen. Ja. Die haben wir schon einen Auftrag gegeben, die ist aber noch nicht fertig, oder? Ja. Ich überlege gerade, ob es noch was gibt, was wir noch nicht gebaut haben. Genau, Campground. Für die General Stores haben wir, glaube ich, noch nicht gebaut. Wo sind denn... Achso, Art Gallery. Ja, das wäre das gleiche auch wieder mit Bauzeitreduktion. Ich will es halt einmal bauen, aber... Okay, jetzt gucken wir erstmal, wo sind unsere General Stores. Das sehe ich am ehesten hier.
こちらの様子はいかがでしょうか? So, du bist da. Also, das ist ja unser Hauptbezirk. Zwei in unserem Hauptbezirk. Und zwei da. In dem Hauptbezirk weiß ich, habe ich... Achso, da habe ich natürlich auch viel Platz. Also im Hauptbezirk habe ich Platz. Und das hier ist der dritte, meine ich. Gucken wir mal. Genau, der dritte Ramgant. Fangen wir erstmal hier an. Hier müssen wir sowieso noch Development-Rate auf 3 bringen. Dementsprechend können wir hier... den Campground bauen. Ich weiß noch nicht, ob mir das da so gefällt, aber... ich habe jetzt auch keine Lust, alles umzuräumen. Aber ein bisschen was muss ich umräumen. Zwei Zäune müssen da weg. Oder sind das überhaupt Zäune oder sind das Schatten? ここにする場所を決めください。ここにする場所。どこに移動しましょう。ここがよろしいかと。移動する場所を決めましょうか。ここがよろしいかと。移動させる場所を決めください。はい、こちらにいたしましょう。 So, jetzt haben wir noch Platz für einen Campground. Und diese Straße hier, die verlege ich ja eventuell nochmal wieder. Ist jetzt ein bisschen blöd sonst. Also das hier, das wird wahrscheinlich dann so ähnlich bleiben. So. Dann ist die Frage mit dem Upgrade. Sind hier diese Lebensmittelläden Deluxe? Wahrscheinlich nicht. So, warte. General Store war es doch, ne? Nicht Lebensmittel. Kurz gucken. Ja, General Store. Also das heißt, Nordis hat ja schon... ach nee, der war auch noch nicht Deluxe. Dann machen wir das hier auch mal, wenn wir hier schon den Bonus haben. Warte mal, das ist 5x5 und das ist 5x4. Müssen wir erstmal Platz schaffen hier. Oder ich setze den erstmal woanders hin. Kurzfristig, oder? So, dann müssen diese Felder hier weg.
will sie noch nicht direkt abreißen. Aber sie kommen erstmal woanders hin. Ich muss gerade mal gucken, wenn ich... So, soll ich das mal abreißen hier? Wir können das wieder neu bauen. Und jetzt momentan brauchen wir es aber wirklich nicht. So, jetzt haben wir hier alles vierer Breite. Das heißt, du müsstest dann auch mal hier rüber. Erstmal temporär. Jetzt haben wir da nämlich wieder richtig Platz. Die Sache ist halt die, dass wir da jetzt auch wieder nur vierer breit haben. 1, 2, 3, 4. Das will ich eigentlich denn nicht mehr haben. Jetzt will ich die 5x5 Gebäude da haben. Aber es kann ja ein so ein Feld hier eventuell noch abgerissen werden oder was auch immer. Müssen wir mal schauen. So, jetzt haben wir den nächsten Laden von dir. Du kommst darüber. So, prima. Du hast ja noch mal Lebensmittel. Habe ich überhaupt noch genug Geld? Ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht alles ausgeben. Lass uns erstmal so. Das reicht auf jeden Fall, um den Neubodendistrikt hier jetzt vernünftig auf Level 3 zu bringen von der Development-Rate. So, jetzt waren hier noch normale Geschäfte und da könnten wir auch noch so ein Campground hinsetzen. Wenn Platz ist. どれを建てようかしら?
Naja, wir haben ja ganz viel neuen Platz bekommen. Nee, dann kommt das erstmal hier hin. Das ist ja auch blöd, dass ich da jetzt hingepflanzt habe. Also, wo ich es hingepflanzt habe. Also diese Dinger, das ist ja 5x5, das ist 5x5. Das würde sich anbieten. Und dann denke ich, mache ich hier so einen Bereich einfach nochmal 4x4. So. Für ein Upgrade und sowas wird es nicht reichen. Ich würde eigentlich gerne noch so eine Kirche bauen, um nochmal unser Sammeln zu verbessern. Ich hoffe, das wirkt dann auch doppelt. Das werden wir dann ja sehen. Nee, das Maximum ist auf 1. Das war jetzt blöd. Campground wollte ich nochmal bauen. Zum dritten Versuch jetzt hier. Und das Ding, was auch immer du bist. Okay, das ist ein General Store, du kommst hier mal rüber. Ja, die letzte Bauoption lasse ich mir noch offen. 65.000 Kohl. Da lässt sich noch ein bisschen was mitmachen. Dann muss ich erstmal gucken, was wir überhaupt noch produzieren und so weiter. Und was wir jetzt brauchen an vielleicht an Feldern oder so. Das heißt, wir gehen jetzt zu den Verkäufen. Gucken mal, haben wir da noch irgendwie einen Auftrag? Vitality Pill, okay. So, normale Läden sind im Moment alle in Reparatur, werden alle umgebaut. Das gibt auf jeden Fall Abzüge in der B-Note. Gibt auf jeden Fall eine rote Zahl bei normalen Läden. Kann sein, dass wir 1% Approval verlieren oder so, deswegen ist halt so. So, du hast irgendwas auf Hot. Ja, Weizen, dankeschön. Nee, gut, dann verkaufst du dann. Du verkaufst dann Wing Pie. Du verkaufst dann Mushroom Stew. Oder muss ich aber diese Runde echt Lebensmittel nachproduzieren? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wir haben noch genug.
Aber wird ganz schön knapp. Jetzt verkaufen wir 5-mal Living Pie und 12-mal Mushroom Stew. Und ansonsten müssen wir auf Deluxe Pancakes irgendwann mal zurückgreifen. Vielleicht mache ich das jetzt auch einmal, dass du halt die hier verkaufst. Dann haben wir jetzt 4, 15, 30, 40.000. Mindestens 40.000, das ist auf jeden Fall gut. So, Waffen. Meteorit Armor kannst du weiterverkaufen. Meteor ist okay, Storm Drill ist okay. Du kannst keine Meteorit Armor mehr verkaufen. Also nochmal Meteor. Zweimal Meteor. Dreimal Meteor. Ja, ist okay. Boutique. Einmal Fantastic Wig ist okay. Stealth Shirt ist okay. Zweimal. Nochmal Fantastic Wig ist auch okay. Ich guck nur mal, haben wir noch irgendwas anderes Tolles? Nein, das sind auch die beiden einzigen Sachen, die ich überhaupt zum Verkaufen habe. So, Vitality Pill auf jeden Fall. Du auch Vitality Pill, weil das Dark Water nicht mehr hot ist und wir die Quest haben für Vitality Pill. So, das heißt, wir haben hier 10 Stück, die wir verkaufen. Reicht diese Runde noch nicht, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 3 Runden, ja. Das heißt, nächste Runde haben wir es dann auch geschafft. So, das waren die Verkäufe. Dann bei der Produktion. Torn ist klar, kann man nichts ändern. Aber hier, da brauchen wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Red Demons, ein bisschen weniger Sage Herb, oder? Wie viel fehlen uns da jetzt noch Sage Herb? 10 immerhin noch. Ich lasse Ingrid das noch eine Runde machen. Und Red Demon 8. Nur einmal Öl, ist auch ein bisschen knapp gemacht. Du hier noch einmal Öl. So. Also die Anzahl der Gemüsegärten, die wir so haben, das ist im Moment gerade richtig. Reichen unsere 11 Red Demons jetzt? Nein, aber wir haben noch Rundenzeit. Kein Problem. Dann Grove. Eiche habe ich jetzt zweimal nochmal, dreimal sogar produziert. Ja, es ist als Baumaterial brauchen wir das in letzter Zeit öfter. Also immer mal wieder. Royal Crown haben wir jetzt ganz viel. Wir haben eigentlich momentan zu viele Groves, habe ich das Gefühl. Gut, das können wir mal auf Darkshroom umsetzen. Wir werden diese Runde aber auch noch einige Royal Crowns brauchen. Warum machst du 5 und du 3? Seid beide Big Groves. Die Stadt ist eine andere. Ach so. Haben wir hier das Karottenfeld? Nein. Ich weiß es nicht. Würden wir andere Sachen hier auch viel produzieren?
Ja, von allem mehr. Das heißt, dieses Land ist vielleicht besonders geeignet für Groves, kann das sein? Naja. Beehives sind jetzt ein bisschen runtergegangen. Machen wir lieber hier nochmal weiter. Möglicherweise lasse ich hier auch noch irgendeinen arbeiten. So, Wolle ist okay. Vielleicht ein bisschen zu wenig sogar. Fleisch haben wir ganz viel, warum auch immer. Machen wir lieber noch einmal mehr Wolle hier. Ja, ist okay. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt die Synthese und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn die Einstellungen komplettiert sind. Was sagt unser Haupttask? 32%. Nachzügler ist General Store. Ja, das wird diese Runde noch weiter nachzügeln, weil jetzt alle 4 Läden gerade umgebaut werden. Okay, Boutiquen ist auch schlecht. Gut, dann sehen wir uns übermorgen wieder, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.